Bis jetzt? Gönnerhaft, Allah! Ich glaube, wir haben die neue Super Operation gefunden. It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum nächsten Video auf Zero Skins Try Your Luck. Wir haben für heute 643 Dollar am Stiesel und können damit machen, was wir wollen. Also cash ist außen geheim. Nicht. Bevor wir aber zur Action kommen, wie immer der Disclaimer. Glücksspiel ist ab 18, Case Openings und so weiter und so fort, ist Glücksspiel, also Obacht, ja. Habt euch selbst und euer Geld im Griff, das ist ganz, ganz wichtig. Verballert hier nicht unnötig euer Geld, sondern guckt, dass ihr, wenn ihr spielt, wirklich verantwortungsvoll spielt. Ein bisschen reindaddeln, Gewinne auch mit rausnehmen und wenn man mal verliert, dann auch nicht direkt wieder aufladen, sondern, ne? Gemach, meine Damen und Herren, Gemach. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Hilfetelefon. Da könnt ihr anrufen und euch eben beraten lassen, falls ihr an der Sucht, an der Glücksspielsucht erkrankt seid. Wenn ihr also über 18 Jahre alt seid, euch im Griff habt und auch euer Geld im Griff habt, könnt ihr euch hier gerne über meinen Partnerlink anmelden. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich zeige euch jetzt, wie man die Seite optimal nutzt. Zuallererst geht ihr natürlich auf die Free Case und schaut, ob ihr da was Leckeres rausziehen könnt. Danach geht ihr hier auf das Benefit Center. Ihr müsst auf die Daily Case klicken, hier drauf. Details anzeigen, dann kommt ihr auf eine extra Seite, da könnt ihr die Daily Case einmal spinnen. Mal gucken, was bei mir so rumkommt, juchei. Hier unten sieht man die Gewinne, die möglich sind. Ich lasse es mal durchrasseln und... war ich aber gar nicht so weit entfernt, Mensch. Jetzt habe ich hier was nicht so Sweetes rausgezogen, ich konfirme das. Hätte ich jetzt aber zum Beispiel diese USPS Cortex oder die M4 oder sonst was hier oben rausgesucht, ja, dann könnte ich mir das auscashen lassen, indem ich dann 3 Coins einzahle. Dann darf ich mir den Gewinn auszahlen lassen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was mehr als 3 Coins wert ist, dann könnt ihr das machen. Achtung Leute, ich sehe anders aus, weil ich das gerade einige Stunden später nachtrage. Heute hat Sahikusa schon wieder, der alte Glückspilz, bei der Lucky Case als erster von uns Bubblern, Daily Case meine ich natürlich, als erster von uns Bubblern etwas Großes gezogen. Und zwar hat er den Daryl rausgesnackt und er hat mich sofort kontaktiert, weil er gesagt hat, hey, wenn du den hier bekommst, dann musst du, wenn du das auscashen willst, nicht 3 Coins einzahlen, sondern 13. Also er musste dann für dieses Teil mehr auscashen. Das habe ich bis dahin nicht gewusst, jetzt wissen wir es alle. Also wenn ihr bei dieser Daily Case was rauszieht, müsst ihr daran denken, dass man dann nicht nur 3 Coins einzahlt, sondern wohl scheinbar fast den gesamten Preis von dem Ding. Ich weiß nicht, wie das bei den höher liegenden Sachen ist, aber das ist schon irgendwie eine kleine Krepelei, weil es war eigentlich ein cooles Ding, dass man nur 3 einzahlen muss. Wenn ihr jetzt halt dann was bekommt für 13 und 13 einzahlt, naja, dann habt ihr halt dieses Ding, das ihr dann auszahlen könnt, dann habt ihr 13 Dollar wieder zurückbekommen und dann habt ihr noch 13 Dollar hier rumliegen. Die könnt ihr aber nicht einfach auszahlen, sondern ihr müsst sie in Cases packen. Da hat Sahikusa schon wieder Lack gehabt, aber an ihm soll man sich auch am besten kein Beispiel nehmen. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dann vielleicht was aus diesen 13 Coins, vielleicht sogar noch mehr, als ihr reingezahlt habt, aber wahrscheinlich eher nicht. Also das muss man im Kopf behalten, dass man dann mehr einzahlen muss. Ich wusste es bis dahin nicht, aber jetzt wird das so gesagt. Vielen Dank für die Info, Sahikusa. Und weiter. Wenn ihr also soweit seid und eure 3 Coins eingezahlt habt, weil ihr eben was Schickes gewonnen habt, dann könnt ihr natürlich noch in meinen Giveaway-Raum hineingehen. Also geht ihr auf Giveaways, dann auf Stream Room und danach kommt ihr hier in meinen Raum hinein. Join Room und der Code ist Babla. Ich kann bei mir nicht rein. Zack, ich weiß. Vielen Dank übrigens an alle, die schon drin sind. Wenn ihr das dann genauso macht, habt ihr die Seite optimal genutzt. Denn so geht ihr theoretisch, wenn ihr es richtig macht, halt nie mit einem Minus raus, ne? Weil ihr geht erst gar nicht rein mit diesen 3 Coins, wenn ihr eh nichts Gescheites bekommt. Und wenn ihr dann bei mir im Giveaway was gewinnt, dann könnt ihr mit dem Geld, das ihr da gewonnen habt, eben auch entweder direkt rausgehen auf der Seite oder ihr gambelt weiter. Und das mache ich jetzt. Ihr habt mich wissen lassen, dass unsere Lieblings-Secret-Exploration leider weg ist. Die 1-Dollar-Secret-Exploration ist nicht mehr da. Wir haben jetzt hier eine für 88 Cent. Denkt dran, man kann hier oben auch durchschalten und gucken, ob man da eben was anderes hat, was einem eher gefällt oder eher zusagt vom Preis her. Ich gehe jetzt hier einmal durch. Aha, aha, tritra, trollala. Naja. Wir werden uns hier gleich noch rumtreiben. Ich will aber geschwind eine Sache machen, die sich eigentlich nur Poli gewünscht hat. Da wir aber jetzt so viel am Start haben, mache ich das. Und zwar gehe ich auf die Lucky Items. Dann gehe ich auf die Akahiba Babira Hira. Bagira. Gehe ganz runter und gehe hier einmal mit 5% rein. Auch wenn ich denke, dass ich diese 111 Dollar jetzt einfach wegschmeiß. Aber ich versuch's für Poli. Denkt ihr bitte dran, dass das nicht mein Geld ist. Das habe ich nicht eingezahlt. Das habe ich bekommen. Schöne Kopf behalten, ne? Los geht's. So, komm, also jetzt, da waren wir gar nicht so weit entfernt. Ja, komm, die zählen wir. So, Poli, bitteschön. Extra für dich. Tat ein bisschen weh, aua, aua. Und jetzt gehen wir in die Exploration rein. So, wir gucken jetzt erstmal, ob Sahikusa noch hier steht. Achso, die gibt's ja nicht mehr, deswegen kann er da auch nicht oben stehen, ne?
Sein Cousin hat nämlich... Da ist er. Da ist er. Also alle, die jetzt hier nur übers Gambling rankommen und Saikusa nicht kennen, Saikusa ist ein jahrelanger Zuschauer hier bei uns, gerade in den Livestreams, und er ballert hier ordentlich rein. Also er hat die 1$ Secret Exploration letztens geknackt und war da der Winner. Jetzt ist er auch bei der hier der Winner, aber ich glaube sonst nicht. Saikusa, ich wusste, dass ich dich jetzt hier sehe, du Sack. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil Saikusa da ja ganz gut reingedattelt hat, gehe ich da auch rein. Also, Lightning Strike Secret Exploration. Das hier machen wir mal weg, so. Und jetzt gehe ich hier rein. Also für alle, die es nicht kennen, man könnte ja einzeln durchklicken oder ich klicke einfach hier drauf, dann mache ich alle 5 Dinge auf einmal auf, zahle dafür 6 Dollar und gehe mit 17 Dollar und 16 Cent raus und habe auch direkt hier dieses Item zum Upgraden. So, ich könnte jetzt hier die ganzen Sachen verkaufen, also alles verkaufen oder einfach nur upgraden oder halt putten, dann hätte ich die alle im Rucksack. Ich werde die jetzt alle direkt verkaufen, weil da nichts dabei ist, was mir großartig gefällt. Also ich gehe auf Exchange, komme auch direkt ins nächste Level, weil ich ja schon die Sache hatte, um ins nächste Level zu kommen. Jetzt mache ich ja nochmal 5 auf. Saikusa meinte schon, dass die ordentlich gönnen würde, was diese Items angeht, die du brauchst zum Upgraden. Übrigens steht hier oben die Zeit, wie lange euer Progress gespeichert bleibt. So, wir sind hier mit einem winzigen Plus rausgegangen. Jetzt gehen wir hier wieder weiter rein. Wir sind schon beim 4. glaube ich. Schon wieder ein winziges Plus. Ach, guck mal da oben. Hat Saikusa das nicht sogar gemeint? Dass du so oder so steigst? Nee, doch! Also komme ich so oder so in das Level, wenn ich oft genug drücke? Hä? War das bei den anderen auch? Nee, ich bin mir sicher, dass es bei den anderen nicht war. Ich habe ja 1000 Mal die verkackten Groundwater bekommen. Übrigens, im Moment halten sich die Groundwaters noch zurück. Ich hoffe, das bleibt so. Okay, ich habe es herausgefordert. Ich gebe es zu. Ich habe es herausgefordert. Alles gut, alles gut. Also jetzt müssten wir es eigentlich haben. Pass mal auf. Jetzt müssten wir eigentlich... Naja, okay, noch einmal müssen wir ran. Und? Jetzt müssen wir bei Level... Ja! Wir sind jetzt bei Level 3! Hä? Okay, warte, das machen wir. Ich gehe hier drauf, wir kommen in Level 3. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz in Level 5, was es hier gibt. Ah ja, okay. Das meinte Saikusa nämlich auch, dass du hier halt auch nicht so einen riesigen Gewinn rausziehen musst. Denk dran, die Chance liegt hier zwar bei 100%, aber sicherlich ist das hier nicht dieselbe Chance wie bei der Wurmgott, ne? Aber ich will da auch ganz vor. Ich bin mir übrigens sicher, dass ich bei meinem Try nicht ganz vorne stand, weil ich ja Partner bin. Und weil ich das Geld von der Seite bekomme, wäre es sehr unfair, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Saikusas ersten Platz einfach wegpimmeln würde, ohne dass ich echtes Geld ausgegeben habe oder zumindest ohne, dass ich mein Geld ausgegeben habe. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen kann ich wohl da auch nicht einfach... Jetzt gehen wir aber gerade dick ins Minus. Deswegen kann ich da auch nicht auf den ersten Platz kommen. Also, displayed werden zumindest. Den ersten Platz habe ich ja schon erreicht, aber ihr wisst, was ich meine. Oh ja, da haben wir wieder ein bisschen mehr Plus gemacht. Sehr gut. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wie tief wir standen, als wir die Akahibibabubi weg hatten. Wo wir gestartet sind, 560, 550, 540, ich weiß es nicht genau. Aber das würde ich doch schon gern hier mal machen, um da mal richtig hochzukommen. Achso, ich bin jetzt schon ins nächste Level gekommen, oder? Ich upgrade jetzt, ja, okay. Ja, da hätte man mal drauf achten sollen, um zu gucken, ob man überhaupt einen Plus macht. Weil die Seite rechnet ja damit, sie weiß ja, dass du auf Level 5 kommst. Du kommst 100% auf Level 5 durch diese Herangehensweise bei dieser Exploration. Oh mein Gott, also wir sagen jetzt einfach mal, wir waren bei 550, okay? Das halten wir jetzt einfach fest. Wir waren bei 550, als wir reingingen. So, jetzt sind wir bei 500. Ich frage mich, ob unser Level 5 Gewinn das wieder rausholen kann. Das sehen wir jetzt gleich. Achtung, Level 5. Wir sind jetzt schon im Level 5. Ich nehme jetzt 10 Minuten auf und bin hier ganz vorne. Ich kann nur eins aufmachen. Und ich sage einfach mal voraus, dass es wahrscheinlich das hier sein wird. Eine von den zwei. Achtung. Ach du Scheiße. Okay, das ist... Also wir haben jetzt locker 50 Dollar, aber eher mehr rausgepumpt für diese kleine Snipe, die da am Schluss rauskam. Hier gibt es keine Winner in einem 1-Dollar-1-Teil. Warte mal, Level 5. Also da gehen wir mal rein. Wir gucken mal, ob man hier auch automatisch steigt. Uff. Oh, es leuchtet aber schön lila. War das die ganze Zeit, dass es so lila geleuchtet hat? Eben bei der anderen auch? Das ist mir gar nicht aufgefallen, falls das so war. Oh, Leute. Heute fallen wir aber richtig heftig. Also, wir fallen immer um circa die Hälfte. Nee, also man steigt hier nicht von alleine. Du musst dieses Teil bekommen. War vielleicht diese 1-Dollar Exploration, die wir immer gespielt haben, die einzig gute? Nee, oder? Wir gehen hier gerade mit jedem Teil ins Minus. Mit jedem einzelnen Dreherich.
Ist noch die da, wo ich durchgehasselt habe und diesen Riesengewinn gemacht habe? Ich glaube, die war 3,50 Dollar, ne? Diese, übrigens ein kleines Plus. Das war die Asimov Exploration. Ich gehe jetzt noch dreimal rein. Wenn das nichts wird, dann gehe ich 1 und 2. Und? Letzte Zahl? Die 3. Oh, wow, wow, Leute. Das ist ja gerade wirklich Geldverbrennen vom Feinsten. Nee, da bleibe ich nicht drin. Wo ist die? Das war, hier, die war. Das war die. Hier habe ich diesen Riesengewinn eingefahren. Da habe ich, ach, ich wollte doch hier auf Level 5, direkt die Groundwater, hallo. Das war die Operation, die ich wirklich ganz, ganz, ganz schnell einfach voll gemacht habe. Sollen wir da nochmal versuchen? Warte mal, ich will nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier, was kann denn die 88 Cent, die hat jetzt unsere 1 Dollar Dingens halt ersetzt, ne? Was hat die am Schluss? Hallo? Ach, fuck, ich drück schon wieder drauf, sag mal, bin ich besoffen? Der Prince Stream, was ist die wert? Die hat, die kann doch nichts, oder? Oh, nur Groundwater, what? Okay, warte, ich gehe noch einmal rein, weil ich kann es gerade nicht glauben, dass ich noch die Grundwasser, Brackwasser-Kackdinger bekomme. Ah ja, ah, wie sie es direkt hört. Achso, du willst weiter, sorry, sag doch was. Mensch, sag doch was. 460, Achtung, 460 stehen wir gerade. Oh, okay. Ich brauche extra DNFN, dass ich weiterkomme. Ich gehe jetzt hier einfach rein, vielleicht ist auch der ein oder andere Schnitt drin, wenn nichts passiert. Ich pimmel einfach drüber und präsentiere euch dann gleich ein Ergebnis meiner Drückungen. Oh, okay, ich habe jetzt 444 Dollar. Ich habe jetzt 6-7 Mal in der Zwischenzeit gedreht und habe hier eine Mecca Industries bekommen. Das ist natürlich schön. Die cache ich jetzt aus. Die lege ich uns mal zurück, weißt du, auf die Rückbank. Das ist noch weg. Keine Sorge, die ist hier, die ist nur unsichtbar. Keine Ahnung warum. Put. Ja gut, also da können wir noch ein bisschen drin bleiben. Ich weiß nicht, wie ich sie einschätzen soll bis jetzt. Also es kommt schon sehr, sehr viel Minus, beziehungsweise ein winziges Plus. Also anstatt diesen 440 habe ich dann 472. Das habe ich jetzt oft gehabt zwischendurch oder zwischendrin. Das ist natürlich Kleingemüse. Hier 4,60 Dollar. Also du hältst dich hier ähnlich wie bei der anderen 1 Dollar Case auch ganz gut über Wasser. Fühlt sich viel besser an als diese 1 Dollar und oder 10 Cent Ding. Ich kann mich hier ganz gut halten, aber die Gewinne sind halt auch nicht so fett. Ne? Bei dem anderen war bei Stufe 2, glaube ich, schon Knife drin, ne? Oder bei Stufe 3 zumindest. Gut, hier ist gar kein Knife. Ja. Aber wir fallen. Wir fallen stetig, man sieht's. Wieder so ein winziges bisschen Plus, dass du einfach so auf der Stelle weiter drinst. Ja, das ist krass. Die Chancen liegen nur bei 10% auf den roten. Und dann, wie gesagt, wahrscheinlich hast du die hier vorne öfter als die da hinten. Ich finde es nach wie vor so schwach, dass hier kein Sound drin ist. Übrigens, wir sind unter die... Wir sind schon bei den 400 angekommen, ne? Ja, okay. Ich glaube, ich lasse es. Ich mache jetzt noch einmal. Egal, was kommt. Dann gehen wir raus. Ja gut, da können wir noch nicht rausgehen. Jetzt sind wir wieder bei 400 plus. Ja, also ich drehe es dreimal und wenn da nicht ein, ich sag mal, mittelmäßig guter Gewinn drin ist, dann gehen wir raus. Also jetzt noch, okay. Weißt du, die will uns wieder anfüttern, wie du willst gehen. Boah, okay, das ist der Rausschmiss. Later. Na komm, komm, die Asimov, die ist es. Also hier würde ich sagen, gehen wir auf maximal 330 runter und dann ist Tuck. Ne, also wenn da ums Verrecken nichts kommt, Alter, 2 Stück direkt. Na also, wenn da überhaupt nichts kommen sollte, dann verziehen wir uns wieder. Also 330 ist die unterste Schublade. Wenn das erreicht sein sollte, gehen wir. Außer wir sind halt irgendwie auf Level 4 oder so. Ich meine, dann kann man da vielleicht auch noch auf 300 runterregeln. Muss man mal schauen. Oh, Leute, das war's schon. Das war's tatsächlich schon. Wenn jetzt hier nichts Gutes kommt. Oh, einmal noch. Oh, shit. Also die Exploration ist es jetzt nicht mehr, überhaupt nicht. Also seitdem die 1 raus ist, da geht ja gar nichts. Was ist hier? Mach ich mal eine auf. Was ist das jetzt hier für ein Lampion dran? Und eine weitere kann man schon noch aufmachen. Die Mitte ist es, die goldene Mitte. Bäh. Was sind die günstigsten Teile mit einem Knife drin? Du hast hier 10 Dollar und 10 Cent. 4,50 Dollar. Das hier könnte natürlich möglicherweise noch eine Zuflucht sein. Nein. 3 Dollar. 2,50 Dollar. Also 2,50 ist es, glaube ich, ne? Ja, 2,50 ist es hier im Attire Minification Pattern. Wir gehen hier rein und haben nicht in der ersten Levelei etwas. Auch nicht in der zweiten, sondern erst in der dritten. Aber dann auch direkt Bayonet Marble Fade. Da gehen wir runter auf, ja, maximal 200. Also minimal, Wie viel habe ich gezahlt? Nicht viel, ne? Was kostet es? 2,50, ne? Ey. Mit 32 Dollar raus. Wisst ihr was, ich mach's so. Die haben wir jetzt so oft im Giveaway schon gehabt, die hau ich weg, aber die Frontside Fisty, die nehmen wir mit. Put ich rein und weiter geht's.
Bis jetzt? Gönnerhaft, Alter! Holy shit! Ich glaube, wir haben die neue Super Operation gefunden. High Power, Marble, 10%. Ja, die nehmen wir mit. Also eine nehmen wir mit, eine Redline. Zwei ist ja Quatsch. Kompletter Quatsch. Humbug. Put ich sowas von den Backpack. Wir sind wieder bei 323. Wir können wieder rüber in die andere. Okay, das ist jetzt echt heftig. Es wirkt gerade echt so wie die neueste Super-Duper Operation, der Geheimtipp des Jahres. Aber was sagt die Drehung Nummer 3? Alter Falter! Was geht denn ab? Eine Containment Breach? Habe ich irgendwas verpennt? Warum gewinnen wir denn hier nur noch? Ja, die putte ich natürlich auch mal, das Leckere. Ah, fuck, hier habe ich draufgedrückt von Hand. Ja, das geschieht mir gerade recht. Wer von Hand draufdrückt, hat verloren. Okay, dreimal gedreht, dreimal gewonnen. Das erste war $35, ne? Das zweite irgendwas mit 80 und das gerade eben 1 Million. Komm, viertes Mal. Ah, ja. Meine alten Freundinnen, die Grundwasserbesitzerinnen, oh. Brackwasser. Oh, Leute, jetzt dreimal gedreht schon, nur Schotter. Wir gucken aufs Geld, denkt dran, wenn wir unter 300 fallen, ab. Würde ich jetzt aufhören, beziehungsweise wäre das mein Geld, denkt bitte dran, ja. Dann wäre ich jetzt mit diesen drei Dingern direkt raus. Wir haben, wie oft gedreht? Viermal war es, ne? Also wir haben $50 gezahlt und haben rausbekommen 131. Das wäre für mich mit meinem privaten Geld sofort raus, direkt raus. Dass hier auf Level 1 auch schon so viel geht, ne? Jetzt mache ich halt mit jeder Drehung Minus gerade. Das fünfte Mal schon. Ah ja, wieder ein bisschen Plus. Ich exchange direkt. Wir fallen auch schon gefährlich unter die 250 hier. Ah ja, ja, das geht halt schnell, ne? Mit 12,50 pro Drehung ist ja natürlich viel weg. Leute, und das war die letzte Drehung. Das war's. Oh, und direkt wieder gegönnt. Die Kiste, nimm doch jetzt mal ein bisschen. Weiter geht's, ich will Level 2 sehen. 20 Cent. Okay, ja, gut. Oh, Leute, letzte Drehung. $205. Und? Das war's. Kann man den Bogen da nochmal überspannen? Yes! Und es hat sich gelohnt. Batz! Die Hyperbeasts behalten wir natürlich auch. Die Desirees machen wir wieder weg. Wir sind jetzt auch wieder über unseren 200. Also ich habe hier ganz gemischte Gefühle mit dem Ding. Ich glaube, mittlerweile bin ich im Minus insgesamt. Oh. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr, ne? Aber die behalte ich auch. Leute, wisst ihr was? Wir bleiben hier in der Ding. Also die drückt gerade richtig schön raus. Also ich denke natürlich immer an euch, an die Giveaways. Die putten wir auch. Und wir machen mal noch ein bisschen weiter. Ich will nur gucken, ob sie Okay, schon wieder. Ja, geil. Exchange. Also hier kommen auf einige verlustreiche Runden dann dafür auch einige positiv verlaufende Runden, aber natürlich ist das keine Regel, ja. Auch wenn das dann vielleicht bei mir manchmal so aussieht, als wenn ich hier irgendwie ein Pattern hätte, das ist natürlich nicht der Fall. Also man kann sowas auch nicht nachmachen, das wissen wir aber alle. Dass nur weil jemand mal bei irgendwas gewinnt, dass man dann auch direkt gewinnt, das geht nicht. Eben nochmal $32 gemacht, ne, wieder rausgehauen. Aber ins zweite Level komme ich überhaupt nicht. Da komme ich gar nicht dran. Jetzt wird es aber langsam doch ein bisschen eng. Kann man hier vielleicht noch eine Kleinigkeit rausholen? Hallo? Ja, na. Du musst nur Hallo sagen. Dann geht's. Okay. Baller ich aber auch weg. Ne? Also ich will hier ins zweite Level kommen. Zumindest ins zweite. Komm. Schon wieder ein bisschen Plus gemacht. Na also. Kommt nochmal ein drittes Mal Plus? Nee. Aber unter die 100 will ich eigentlich auch nicht fallen, weil ich würde dann schon gerne noch ein paar Cases aufmachen. Oh, und das könnte schon der letzte Dreherich sein. Und er ist es aber nicht. Ich exchange und gehe ins zweite Level. Also wir haben hier folgende tolle Geschichten. Ja, komm. Ich würde sagen, wir gehen... Ja, nee, wir müssen gucken, Wir müssen gucken, was rauskommt. Tja, Scheißdreck kommt raus. Ich gehe jetzt noch einmal rein, dann sind wir halt knapp unter den 100. Und leider hat sie jetzt nicht mehr gegönnt. Schade, schade. Also hier habe ich wirklich ein ganz gemischtes Gefühl. Hier kommen dann die, wo ist sie? Hier drüben. Die Wins kommen am Stück. Das war bei der anderen, glaube ich, nicht. Da waren zwar immer große Gewinne drin, oder eben auch große Gewinne drin, aber halt nie am Stück, sondern halt mit fetten Pausen dazwischen, mit Kacksachen, die dann rauskamen. Wisst ihr was? Ich mache das so. Ich lasse mal das Geld jetzt stehen. Von der Zeit her haben wir das Video schon locker gefüllt. Ich zeige euch jetzt gleich wieder die Auszahlung und schalte aber noch generell kurz einfach durch, um den ganz neuen Leuten zu zeigen, was es gibt. Also es gibt ja einmal Lucky Items, da kann man, das habe ich ja vorhin schon gezeigt, sich selbst den prozentualen Anteil einstellen, den man bezahlen möchte, um da reinzugehen. Ich gehe jetzt zum Beispiel für $1.19 rein, um 20% zu haben. Und ja, das ist der einzige Modus mit Sound. Und ich habe leider kein Kalück. Und dann kommt, oh Gott, ist das wieder laut, holy shit.
dann kommt halt nur irgendein Schotter raus, ja. Es gibt auch noch den Lucky Progress, da kann man sich halt so hochstecken, ne. Also du kannst hier mit einem Dollar reingehen und hast dann 50% Chance, dass die hier kommt und dann x% Chance, dass das hier kommt und so weiter und so fort. So eine Upgrade-Geschichte, ne. Da gehe ich jetzt auch einmal kurz hier rein. So, Dolle, komm. Was ist es? Wenn ich sie bekomme, ich behalte die direkt, ich gehe nicht weiter, weil hier habe ich noch nie Glück gehabt bei diesem Modus. Also das erste geht manchmal, aber der Rest nicht. Oh ja, es hat geklappt, sehr schön. Die behalten wir. Exchange ich direkt. Und dann gibt es eben noch die normalen Cases, die wir heute nicht gemacht haben. Also ich mache jetzt eine auf, und zwar unsere Shear the Wolf Case. Komm, dann mache ich 5 auf, los geht's. Weil da die Community schon ein bisschen Lack hatte. Ich leider bis jetzt noch nicht so wirklich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich, Und die Case, nein. Ja, Benefit Center habe ich ja schon gezeigt, also von daher sind wir für heute durch. Auszahlen werde ich jetzt gleich. Hier noch eine kurze Info an alle, die gefragt haben, warum ich nicht einfach alles auszahle und voll viele Knives habe und hin und her und lirum larum. Ich erhalte meine Bezahlung nicht über die Skins, die ich auszahle, sondern ich kriege die im Vorfeld schon. Also ich bin im Vorfeld für das Video bezahlt. Zero Skins wird mir also nicht meine Bezahlung geben und dann einfach nochmal so viel, wie ich gewinne. Also das geht nirgends, das geht nicht. YouTuber oder Streamer, die das machen, die lassen sich ihren Gewinn halt halb-halb oder so auszahlen. Ne? Die sagen dann, ja, gib mir einfach die üblichen $500 in die Tasche und die restlichen 500, die nehme ich mit auf eure Seite, auf meine eigene Kappe praktisch. Und was ich damit spiele oder erspiele, kann ich behalten. Fertig. Da ich bei solchen Sachen aber ausschließlich auf Nummer sicher gehe, weil ich kenne mein Glück, ich kann doch nicht einfach mein Gehalt verspielen. Dann würden die Videos nicht so aussehen, wie sie aussehen, wenn ich da mit meinem Geld spielen würde. Darum, immer wenn ich mit dem Video fertig bin, suche ich mir ein paar Sachen aus und withdraw diese Sachen, nur um euch zu zeigen, dass es geht oder wie es geht. Dieses Auscashen am Ende ist ein Bonus, den ich von Zero Skins erhalte und das ist eigentlich nur dafür gedacht, um euch zu zeigen, dass es funktioniert mit dem Auscashen und wie es funktioniert. Dafür ist es gedacht. Nicht, dass ich hier mein Gehalt raushole, weil dann könnte ich auch nicht alles verschenken, wenn das mein, ne, versteht ihr, was ich meine? Also ich bin für die Videos jetzt schon fertig bezahlt. Natürlich gucken wir noch ganz kurz, was wir heute reinbekommen haben. Also, das sind unsere Gewinne heute. $230 haben wir rangeholt. Wir haben noch 100 am Start, also sagen wir $330 haben wir jetzt noch. Und wir hatten davor irgendwie 660 oder sowas. Also wieder richtig, richtig fett Minus gemacht. Also, kommen wir zum Auszahlen. Ihr klickt einfach das an, was ihr auszahlen wollt. Ich nehme jetzt das hier und das hier. Bumm. Geht dann auf Withdraw 3 Items. Oder halt in dem Fall dann 5 oder 7 oder was ihr eben auszahlen wollt. Oh, was sehe ich hier unten? We're looking for... Oh, okay, alles scheint durch zu sein. Dann klickt ihr eben auf Withdraw und dann zack, ist es da. Also bei mir dauern die Trades meistens so 10 Sekunden oder sowas. Oh, obwohl, heute ist es, zwei sind schon da, na also, gucken wir mal rein und, okay, tatsächlich fehlt die M4 noch, ich hätte es mal zu Ende lesen sollen, aber es ist einfach verschwunden. Also entweder haben die gerade nicht auf Lager, sowas kann passieren, dann wird es nachgereicht oder, ja, es gibt einen Fehler oder sowas, aber das war jetzt eigentlich schon, gucken wir mal kurz, okay, Achtung. Ah, Withdraw Matching, okay. Also das wird wohl noch dauern. In den nächsten 24 Stunden kommt die an. Da gebe ich euch dann einfach Bescheid, aber nicht mehr in dem Video hier, weil das ist jetzt, das beende ich jetzt dann und mach's dann fertig. Aber ja, da ist wohl einfach nicht irgendwas nicht vorhanden. Wir können mal ganz kurz auf die Notifications schauen. Es müsste hier eigentlich drin stehen. Ist es das? Nein, die ist hier einfach nicht drin vermerkt. Spinnerei. Oder ist es hier drin? Naja, also wie gesagt, Backpack, dann sieht man hier ja, dass die noch ein bisschen braucht. Das hatte ich jetzt schon einmal, aber da hatte ich einen anderen Fehler. Da hatte ich nicht das, was da unten stand, sondern es hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam die 2 Tage später oder sowas, ist mir der Trade aufgefallen plötzlich. Da ist er mir aufgefallen. Wahrscheinlich war sie schon innerhalb von 24 Stunden da. Aber da die Sachen ja hier an meinen Guschel-Account gehen, das ist halt... Oh. Da ist ja schon... Okay, ja, das ist eben mein 3. Account und auf dem bin ich halt ganz, ganz selten. Da kann es mal passieren, dass mein Trade durchgeht und ich es nicht mitbekomme. So, dann haben wir doch alles perfekt. Ehe ich hier noch länger um heißen Brei herumrede, ist ja doch alles schon am Stiesel. Bumm, bumm und bumm. Das sind dann natürlich auch wieder Skins, die es dann in den Livestream-Giveaways geben wird, also auf Twitch. In der Videobeschreibung findet ihr die Streamzeiten und den Link zum Livestream. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Bewertungen. Vielen Dank natürlich auch an Zero Skins für diese tolle Partnerschaft. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.